Bettina, Benedikt der 16., ein wirklich nicht unumstrittener Papst. Wenn wir auf das schauen, was von ihm zurückbleiben wird, was hat er der Kirche gebracht, was wird bleiben im Guten wie im Schlechten? Also bleiben wird sicher sein revolutionärer Gestus mit dem Rücktritt, dem Amtsrücktritt. Das hätte von ihm niemand erwartet. Und er hat es ja zu einer Zeit gemacht, wo er eben nicht körperlich sehr angeschlagen war oder wie zum Beispiel sein Vorgänger das Amt eigentlich nicht mehr hätte ausüben können. Sondern er hat es früh gemacht, damit der Weg für Reformen auch, die nötig waren, frei wäre. Und es wird auch bleiben, trotz aller Kritik an seinem Umgang mit Missbrauchsskandalen, glaube ich, dass er angefangen hat, mit diesen Missbrauchsskandalen umzugehen. Sie kamen ja unter seinem Vorgänger auf, also dass man darüber, dass sie aufkamen, also dass das Wissen darüber aufkam. Sein Vorgänger war dadurch offenbar überfordert oder hat es auch nicht gewollt, weiß man nicht. Aber Benedikt hat definitiv den Anfang gemacht, damit umzugehen und Regeln einzuziehen, Bischöfe nicht nur Priester nicht nur zu versetzen zu lassen, sondern auch das zu ahnden und neue Regeln einzuziehen. Und mit dem Rücktritt ist dann wirklich der Weg frei gemacht worden für neue Regeln, die aber offenbar immer noch nicht Verfahren führen im Vatikan, die rechtsstaatlichen Regeln von anderen Staaten entsprechen. Aber dieser Umgang mit dem Missbrauch. Benedikt war lange Jahre in hohen Funktionen der katholischen Kirche. Und das ist ja jetzt auch die Kritik. Man soll über Tote nicht schlecht reden. Aber dennoch, die Kritik ist ja da. Was hat er für Fehler gemacht? Warum hat er da nicht vorher durchgegriffen? Und wenn man sich den Zustand der katholischen Kirche in Deutschland anschaut, das ist ein Armutszeugnis. Also Benedikt war ganz klar lange Jahrzehnte Teil dieses Systems der Vertuschung. Das muss man wirklich sagen. Das so funktionierte, dass der Ruf der Kirche wichtiger war als alles andere. Und selbst Benedikt hat sich ja entschuldigt, aber hat gesagt oder hat gemeint, dass nicht die Kirche schuldig geworden sein könne, sondern die Kirche ist heilig, sondern nur einzelne Menschen. Und auch noch ganz spät, jetzt nach seinem Rücktritt, war er immer noch überzeugt, dass alles Böse eben nicht aus den Kirchenstrukturen kommen könne, auch das Böse, was zu Missbrauch führen könnte, sondern eben, dass das irgendwas Äußeres ist, was auf die Kirche einwirkt. Wenn wir mal auf den Weg schauen, den er gegangen ist, dann muss man ja sagen, er hat sich zum einen auch mit dem Thema Missbrauch in der Kirche schon, bevor er Papst war, auch auseinandergesetzt. Aber er galt ja auch in seinen jungen Jahren fast als Reformer. Dann als Papst galt er als Hardliner. Wie ist dieser Weg, wie hat er sich gewandelt, wie ist er gewachsen? Also beim Reformkonzil in den 60er Jahren, das war Vatikanum II, galt er tatsächlich als Reformer, auch mit Küng, diesem Theologen, mit dem er danach ganz verquer war. Die Theorie vieler Vatikankenner ist, dass durch die 68er-Bewegung er so schockiert wurde durch diese Revolten und diese Ideen, die dann zirkulierten, dass er dadurch zum Konservativen wurde. Und dann als Chef der Glaubenskongregation und dann auch als Papst hat er eben diese Reformbestrebungen ganz verloren. Aber er ist zum Schluss auch, er hat sich dann zum Beispiel mit Hans Küng getroffen, was ja eigentlich als sein Hauptfeind galt, theologisch jedenfalls. Bettina Gabbe, unsere langjährige Italien- und Vatikan-Korrespondentin, jetzt beim Evangelischen Pressedienst. Danke für diese Einordnungen. Die Aufbahrung von Papst Benedikt, dem 16., dem emeritierten Papst, hat begonnen. Dankeschön für die Einordnungen. Danke.